Wenn die Natur Menschen vor Herausforderungen stellt, wie diese Tage bei uns in Süddeutschland, wo Wassermassen vom Himmel fallen, Überflutungen passieren und Notstände ausgerufen werden, stellt sich die Frage, auf was sollen Eltern achten? Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, Kinder- und Jugendarzt. Dass Kinder keine kleinen Erwachsenen sind, das wissen sie. Sie fangen ihr Leben quasi bei Null an. Tag für Tag nehmen sie die Welt, die sie umgibt, immer mehr wahr. Sie sind neugierig und offen für alles. So etwas wie ein angeborenes Risikobewusstsein haben Kinder nicht. Alle Situationen, die für ein Kind neu sind, bergen die Gefahr, dass ein Kind sich falsch verhält, weil es ja noch keine Erfahrungen gesammelt hat. Insofern ist es wichtig, jede Gelegenheit zu nutzen, um solche Situationen anhand von Bildern oder Videos zu besprechen. Im Fall von Überflutungen zum Beispiel ist es sinnvoll, einem Kind, was bisher Wasser nur im Planschbecken oder Schwimmbad kennengelernt hat, die Gefahr von zu viel Wasser klarzumachen. Wenn aus dem Bächlein ein reißender Strom wird, muss unbedingt ausreichend Abstand gehalten werden, um nicht mitgerissen zu werden. In meiner Zeit in der Kinderklinik habe ich einige fast ertrunkene Kinder auf der Station zu betreuen gehabt. Leider musste ich auch schlimme Verläufe miterleben. Und deshalb meine drei Bitten an Sie. Erstens, rechnen Sie grundsätzlich immer damit, dass Ihr Kind Gefahren unterschätzt. Zweitens, seien Sie sich immer Ihrer Vorbildfunktion bewusst. Dazu noch etwas mehr später. Und drittens, nützen Sie Geschichten, Bilder und Videos zur Demonstration und Vermeidung von gefährlichen Situationen. Klammer auf. Und viertens, wenn Sie meine Aufklärungsarbeit gut finden, freue ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo. Klammer zu. Ein weiteres Beispiel für fehlendes Gefahrenbewusstsein. Irgendwann zwischen dem ersten und zweiten Lebensjahr kann ein Kind selbstständig gehen. Und jetzt stellen Sie sich vor, das Kind befindet sich an einer vielbefahrenen Straße und läuft einfach plötzlich in Richtung auf die Fahrbahn. Das ist dann genau einer der Momente, in denen die Eltern als Aufpasser einerseits das Kind schützen müssen, indem sie es festhalten und daran hindern, vor ein Auto zu laufen, und andererseits als Erzieher eine Bewusstheit für die Gefahr erzeugen müssen, indem sie dem Kind immer wieder sagen und erklären, dass es nicht einfach auf die Straße laufen darf. Nun haben die Kinder unterschiedliche Temperamente oder wie man immer es nennen will. Und ich will damit sagen, dass die einen Kinder recht schnell lernen und es umsetzen, die anderen etwas, aber gefühlt 500 Mal gesagt bekommen müssen, bis sie es auch tun. Aber genau darum geht es. Als Erzieher hartnäckig zu bleiben, bis beim Kind Einsicht erfolgt und eine Regel auch dauerhaft eingehalten wird. Wobei ich mich nicht traue, ein Alter anzugeben, ab wann denn ein Kind Einsicht zeigen sollte, denn das hängt von so vielen Faktoren ab. Jedenfalls kann helfen, dass zum Beispiel mit Hilfe von Bildergeschichten kritische Situationen immer wieder gemeinsam angeguckt und besprochen werden. Auch wenn es für uns Erwachsene manchmal langweilig ist. Wiederholungen sind bei Kindern ein ganz wichtiges Element, etwas zu lernen. Da wir gerade beim Lernen sind, die Rolle der Eltern als Vorbild, an dem sich ihre Kinder orientieren, ist in meinen Augen extrem wichtig. Konkret würde das also bedeuten, dass auch die Eltern nie einfach so über die Straße gehen, sondern grundsätzlich den Zebrastreifen bevorzugen und immer vorher anhalten, nach links, nach rechts schauen. Und natürlich an einer Ampel nur bei Grün über die Straße gehen. Eltern sollte immer bewusst sein, dass Kinder einen großen, allerdings unkritischen Nachahmungsdrang haben. Das heißt, sie machen alles nach, was sie bei ihren Eltern sehen und beobachten. So können Eltern ihren Kindern in kritischen Situationen beibringen, ruhig und besonnen zu bleiben, wenn sie dies selbst vormachen. Das ist nicht immer leicht, aber umso mehr wünsche ich das allen Eltern. Ruhe und Besonnenheit, insbesondere
in kritischen Situationen.